DSS-Software. American Truck Simulator. Ja, und somit herzlich willkommen zum American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für ein LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Industrieplatten für Walmart Logistics Center sicher zur Entladestelle nach Las Vegas zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Ja, da sind wir nun in unserem ersten Auftrag. Wie man gesehen hat, habe ich das Tutorial übersprungen und wie auch. Okay, here we go. Das Erstellen des Profils. Denn da muss man am Anfang gleich mal ein bisschen viel einstellen, wenn man auch noch ein Lenkrad hat. Was ich natürlich hier habe, das Jeune Fanatec CSL Elite. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal. Oder auch nicht. Denn das erste, was ich immer mache, ist mein FOV zu erhöhen. Und den Sitz richtig einzustellen. Denn die Standardeinstellung finde ich hier immer ein bisschen sehr low. Also diese 60 Grad, das ist fast gar nichts. Den Fall, wie ihr gesehen habt, starten wir hier in Las Vegas. Ich dachte mir, Las Vegas ist so ein bisschen, ja, nicht ganz in der Mitte der Map, aber zumindest hat man da von da aus mehr Möglichkeiten, in andere Staaten zu kommen. Und außerdem war ich gerade erst in Las Vegas, also im September letzten Jahres. Von daher interessiert es mich natürlich auch, wie es hier aussieht im Spiel. Denn ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Und ich glaube, es gab ja auch sehr viele Neuerungen, sehr viele Add-ons und auch Updates, die ein paar Staaten und Städte überarbeitet haben. Und da hier alle irgendwie so nett sind, fahren wir einfach gleich mal. Und ich glaube, Las Vegas, also Nevada und Arizona und Kalifornien gehören, glaube ich, alle dazu, die überarbeitet wurden. Von daher bin ich eben gespannt, wie es mittlerweile hier aussieht. Denn die Spiele habe ich schon länger nicht mehr gespielt, also American Truck Simulator und auch Euro Truck Simulator. Und ich dachte mir, ich müsste es wieder mal ausprobieren und es ist Zeit, da eigentlich wieder mal ein bisschen reinzuschauen. Genau, vor allem den American, der Euro Truck Simulator habe ich früher irgendwie wirklich durchgesuchtet. Ich glaube mittlerweile über 1000 Stunden. Also von daher, ja, ziemlich viel gespielt. Go straight. Und Amerika mit den großen Trucks finde ich doch manchmal noch ein bisschen spannender. Und eigentlich macht es ja auch Spaß, wenn man ein gutes Lenkrad hat. Das einzige Problem bei meinem Setup jetzt hier ist, ich sitze ziemlich weit hinten, also weit weg vom Bildschirm. Ja, auch weit weg von der Maus und Tastatur. Deshalb kann es vielleicht manchmal vorkommen, dass ich vielleicht ans Mikrofon stoße. Oder sonst irgendwas. War jetzt ein bisschen fies. Get ready to turn left. Da vorzuziehen, aber okay. Turn left. Wenn was sind wir jetzt schon hier, wo wir hin müssen. Und ich habe ein paar Mods aktiv. Your route guidance is now finished. Ich habe vieles ausprobiert. Denn sehr oft gab es Crashes und hatte auch Probleme mit HDR. Denn eigentlich habe ich einen HDR-Monitor und ich wollte davon profitieren. Allerdings sieht HDR
bei diesem Spiel nicht so gut aus. So, sprich, der Himmel ist sehr überbelichtet. Ist er zwar jetzt auch, aber ich glaube, das ist einfach in der Materie des Spiels hat es schon so. Und wenn man sich das Ganze hier, wenn man sich das Ganze hier ein bisschen anschaut, ist es schon ziemlich sehr hell. Aber ich spiele es jetzt in sRGB, sRGB-Mode, also eigentlich normalen Farbspektrum. Aber trotzdem sieht es halt leider ziemlich überbelichtet aus. Ich schaue mal, ob ich irgendwie noch was finden könnte, was das ein bisschen verbessert. Aber je nach Sicht und je nach Winkel sieht es halt ein bisschen weird aus. Aber ich lasse das jetzt erstmal für die erste Folge zumindest. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei Walmart. Und ich würde sagen, wir geben mal diesen Auftrag ab. War ja ziemlich easy. Sammler von Unternehmen und kein Problem. Platziere einen Auflieger erfolgreich. Ja, 14 Meilen, das war gar nichts. Dies ist eine Firmenzentrale, aka Bruchbude. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du hier abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir einen Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Na, das werden wir sehen, wie es laufen wird. Auf jeden Fall gehen wir gleich weiter in den nächsten Auftrag. Ich würde sagen, wir starten gleich wieder von Las Vegas aus. Wir nehmen mal einen der kürzeren Aufträge, damit ich dann schauen kann, wie die Aufnahme aussieht und ich nicht viel zu viel Progress dabei mache, wenn es nicht so gut aussieht. Ja, leere Paletten sieht gut aus. 11.000 Pounds, Las Vegas von Nevada nach Kingman, Arizona, Dollar General nach Walmart. Mit einem Kenworth T680. Nehmen wir das mal. Und gleich wieder erstmal den Sitz einstellen. Ich weiß nicht, warum SS Software das mittlerweile nicht eingebaut hat, dass man irgendwie einen Standard für sich setzen kann beim FOV. Aber gut, damit müssen wir nun leben. Bevor wir losfahren, noch kurz schauen, wie unser Auflieger aussieht. Süß, klein, nichts Besonderes. Okay. Dann soll es auch nicht zu schwierig werden. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Hier können Sie Leute einstellen, die dann für Sie fahren. Ach ja, ich habe ja auch ein paar Traffic Mods installiert von JazzyCat. Wie auch im Spiel. Den Traffic erhöht. Also statt auf 1 habe ich es bei der Konsole auf 3 gestellt. Ich fand das nicht eine gute Mitte so. Dann hat man ein bisschen viel Verkehr manchmal. Aber trotzdem manchmal auch wenig Verkehr. Je nach Zeit. Und eigentlich müssten wir irgendwann uns dann mal wagen.
Okay, das ist... gerade vor dem Kopf. Ein bisschen mies von mir. Aber ging jetzt nicht anders. And then turn right. Turn right. Was ich auch ziemlich cool finde in Amerika ist, dass man eigentlich bei Rot rechts abbiegen darf. Solange kein Schild dort steht. Würde ich mir in der Schweiz manchmal auch wünschen. Denn manchmal steht man halt wirklich einfach unnötig an einer roten Ampel. Aber was dafür in Amerika doof ist, sind die vielen, vielen Stoppschilder. Ich habe das, wie gesagt, im letzten September sehr viel erlebt, dass man tausendmal an Stoppschildern einfach anhalten muss, obwohl nichts kommt oder nichts da ist. Wofür es nicht lohnt anzuhalten. Und trotzdem ist es ja eine Pflicht. Und je nach Straße oder je nach Stadt hat man da wirklich Stoppschild an Stoppschild an Stoppschild, was ziemlich nervig sein kann. Aber gut, jedes Land hat so seine Vorzüge und Nachteile. Auf jeden Fall hat Amerika ziemlich viele schöne Orte und schöne Staaten, die sich ziemlich voneinander unterscheiden, was doch auch cooler ist, als jetzt irgendwie Europa mit den verschiedenen Ländern, die sich nicht wirklich sehr groß voneinander unterscheiden. Der Tacho ist im LKW sehr klein geraten. Ich erkenne es fast nicht von hier hinten. Ich meine, ich bin weiter als eine Armlänge entfernt vom Monitor. Fast zwei Armlängen, würde ich sagen. Was ein bisschen schwierig macht, den Tacho zu lesen. Aber gut. Mein Setup hier ist noch nicht unbedingt so gut geeignet für solche Simulator-Spielen. Und eigentlich wollte ich ja auch vor dem American Truck Simulator ein anderes Spiel raushauen, nämlich den Scania Truck Driving Simulator. Ich habe da irgendwie so, glaube ich, 8-9 Folgen aufgenommen und irgendwie seitdem ich meinen PC umgebaut habe, möchte das Spiel absolut gar nicht mehr klarkommen. Also ich kann die Grafikeinstellung nicht ändern und das Spiel ist schon ziemlich alt, von daher ist es schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden, dass es wieder halbwegs gut funktioniert. Weil im Moment, da ist die Grafik irgendwie, keine Ahnung, bei 900 mal irgendwas. Und das sieht einfach schrecklich aus. Und eigentlich würde ich das Spiel gerne noch fertig spielen. Denn im Scania Truck Driving Simulator gibt es ja diese gefährlichen Straßen, die man da fahren kann. Was ziemlich herausfordernd und cool ist mit einem Lenkrad eben. Aber ja, irgendwie will sie einfach nicht mehr funktionieren. Was ziemlich schade ist. Mal schauen, ob ich das irgendwie gefixt kriege oder nicht. Ansonsten kommt dann das hier vorerst. Aber auf jeden Fall wird das hier, also dieses Projekt American Truck Simulator, wird wohl nicht regelmäßig kommen. Denn es ist ziemlich aufwendig, immer das Lenkrad und alles andere so einzurichten, damit man hier vernünftig fahren kann.
Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Gegenstation aufsuchen. Okay. Heißt, dann wollen wir müssen hier raus. Finding new route. Und auf die Wiegestation gehen. Um uns kontrollieren zu lassen. Halten Sie vorne auf der Waage an, damit wir Ihr Gewicht ermitteln können. Das Spiel sieht übrigens nicht nur bei euch ziemlich überbelichtet aus. Bei mir ist es auch nicht viel anders. Wie ist dein BMI? Nutze eine Wiegestation. Ja, schwierig. Obwohl ich eigentlich mittlerweile auch nicht mehr im SDR-Modus aufnehme, wo alles noch mehr überbelichtet ist. Ich habe eh gerade ein bisschen Probleme, die Aufnahmen gut hinzubekommen, dass sie gut aussehen und eben nicht überbelichtet sind. Weil ich habe ja hier eben den HDR-Monitor und wenn man den nicht in HDR benutzt, sieht alles ziemlich grell aus. Alter Schwede, ist es hier voll vom Verkehr. Junge, Junge. Vielleicht muss ich den Verkehr doch ein bisschen drunter stellen, vielleicht auf 2 oder so. Vielleicht bringen die Mods, also diese AI Traffic Packs, doch ein bisschen mehr Verkehr mit, als nur unterschiedliche Autos. Ansonsten stehen wir manchmal wahrscheinlich viel im Stau, was vielleicht nervig sein kann. Halten hier alle ganz wenig Abstand nur. Ist ja gar nichts. Shit, wir müssen nach links. Ups. Jetzt ist die Frage, lässt uns irgendjemand rüber? Müssen wir uns das Ganze irgendwie kämpfen? Aber es sieht so aus, als ob der andere da Platz lässt für uns. Ziemlich nett ist. Alter. Da bin ich jetzt fast eingefahren. Ja gut, Ampel nach Ampel ist auch ein bisschen doof. Schauen, wie lange es hier rot bleibt. Ah, das ging doch jetzt noch. Aber wahrscheinlich stehen wir gleich bei der nächsten Ampel bei rot. Oder wir kommen hier gar nicht drüber. Go straight. Grün ist es noch. Okay, das ist jetzt doof. Das ist jetzt wirklich sehr doof. Wir stehen mitten auf der Kreuzung und blockieren alles. Ich glaube, rückwärts können wir auch nicht. Nee, das sieht schwierig aus. Ich muss den Verkehr wohl doch noch ein bisschen runterstellen. Sorry. Alter. Die bremsen so hart ab.
hast du gar keinen Platz für den LKW. Um die rechte Spur frei zu lassen. Komm schon. Wird grün. Braucht gerade echt lange. Jetzt aber. Okay, noch 14 Meilen fahren wir vor uns. Holy shit, dann staut sich das da links. Ja, wir müssen gar nicht rüber. Alter. Ja gut, kann auch realistisch sein. Ich meine, wir haben es 12 Uhr mittags. Kann schon auch realistisch sein. Mal schauen. Keep right and then exit right. Ja. Exit right. Turn left. Und gleich die nächste Ampel, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und ziemlich viel Verkehr hier. Und grün für uns. Da wir gleich wieder links müssen, ich mich mal hier links. Das ist so empfindlich, das Teil. Hier links ein IKEA. Fighting is in was? Inevitable. Inevitable. Muss doch nicht immer die Warnblinker rein schmeißen. Ja, und diese Spuren hin in der Mitte finde ich auch ziemlich nice. Darf man ja von beiden Seiten meistens drauf fahren. Kupferstart. Rerouting. Um links und rechts abzubiegen. Okay, hätte es jetzt hier auch gegeben, aber okay. Keep left and then turn left. Damit man den anderen Verkehr nicht behindert. Turn left. Eigentlich eine coole Erfindung, kann man wohl nicht sagen. It's all over now. Irgendwo hinten? Ja. Wahrscheinlich hier links. Ja, im ersten Parkfeld sozusagen. Ich muss ja sagen, ich bin normal lange Auflieger eigentlich besser als diese kurzen, weil ich bin, also ich kann mit diesen kurzen Aufliegen nicht wirklich umgehen beim Rückwärtsfahren. Ich finde die ziemlich nervig und schwierig. Habe ich lieber lange Auflieger, die normal lang sind. Immer wir den Blinker hier draußen hören. So laut. Ich
ebenbürtig. Aber das sieht ziemlich gut aus. Yes. Leicht schräg, aber kann man so annehmen. Sammel von Unternehmen und Schulterblick nicht vergessen. 112 Meilen, 3 Stunden 20. Level 1 Neuling. Sehr nice. Okay, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Hätte theoretisch hier gestanden, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall nehme ich jemanden zuerst. Gefahrengut. Hazmat Transportausbildung. Der Transport gefährlicher Güter verlangt nach gut ausgebildeten Profis. Benutze deine hart erarbeitete Erfahrung, um folgende USDOT Hazmat Zertifikate zu erwerben und so dein Einkommen erheblich zu erhöhen. Klasse 1 explosive Stoffe, wie zum Beispiel Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition. Wie es schon hier heißt, Gefahrgut bringt mehr Money. Und mehr Money ist gut. Deshalb nehmen wir das. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für die erste Folge hier vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und gute Fahrt. Tschüss.